Einsatz, 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 mach dich bereit, mach dich bereit. Oh Gott, es geht los. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichst willkommen zu Escape from Tarkov. Mein allererstes Mal dieses Spiel. Viele haben mich davor gewarnt, viele meinten, John, spiel das Spiel, aber um Gottes Willen, ich weiß nicht, ob das was für dich ist, ob das nicht ein bisschen zu schwer für dich ist. Wir sind drin, wir sind in einer Public Lobby. Ich habe keine Ahnung davon. Entspannt euch jetzt schon mal. Leute sind sich immer wieder am Aufregen. John, kannst du dich vorher noch 3 Wochen nicht belesen, bevor du das Spiel spielst? Nein. Ich möchte Spiele, die ich noch nie gespielt habe, auch komplett First Impression mit euch teilen. Wenn ich jetzt hier nach 3 Runden irgendwie merke, ja, das wird hier gar nichts, was mache ich überhaupt? Dann werde ich vielleicht mal auf Google ein bisschen recherchieren. Das gibt mir direkt Outer Banks-Vibes hier, ne? Oh mein Gott, wie der stöhnt und alles. Das ist schon... Oh nein. Was? Hier schießt doch jemand. Oh, Digga, der ist atmen. Where are you shooting, bro? Muss hier rein. Lauf. Ich kann nicht sprinten, er ist zu erschöpft. Es ist so realistisch, es ist viel zu realistisch. Oh nein. Oh, Alter, das ist krass, das ist krass. Was ist das denn für ein Bug? Ich dachte die ganze Zeit, ich treffe dich wegen Hitmarker. Das war ein echter Gegner, oder? Gott, wie lege ich mich hin? Lege ich mich hin? Kann ich die Waffe haben? Digga, das ist halt wirklich... Was? Durchsuchen. Leiche. Durchsuchen. Warte mal. Rucksack. Das ist mein Rucksack, glaube ich. Einmal, Digga. Schwarzraum. Wasser? Wasser verwenden? Ja, vielleicht nicht so viel, oder? Nur mal so kurz einen kleinen, unten sehen wir, glaube ich, Wasser. Digga, was ist das für ein kompliziertes Scheißspiel? Ich möchte mit euch meine ersten Impressions teilen. Ich möchte nicht vorher noch 3 Wikipedia-Einträge lesen und mir 100 Tutorials anschauen, bevor ich ein Spiel zum ersten Mal zocke. Nein, ich möchte einfach mal drauf loslegen. F ist nachladen? Ja, moin, Leute. Abo ist auch trocken am Start. Habe ich nicht schon nachgeladen? Da, Digga, ich glaube, 40 Euro oder sowas habe ich gezahlt. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir uns taktisch anpassen können. Boah, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich mich richtig krass erschrecken werde. Ich habe irgendwie ganz unschönes Gefühl bei der Nummer hier. Oh Gott, ja. Ich habe Outer Banks Real-Life-Erfahrung. Gerade wieder 2 Folgen geschaut. Ich konnte nicht aufhören. Es ist so spannend. Beste Serie. Wurde nicht hier geschossen? Ich würde mich ja gerne hinlegen. Wie lege ich mich hin? Nein, nicht Waffe. Hier wurde doch gerade geschossen. Ich glaube das nicht, ne? Und was ist das Ziel dahinter? Ich glaube, man muss einfach überleben, meine ich, ne? Man muss überleben und dann wird man evakuiert oder flieht oder... Wir werden es herausfinden, wir werden es herausfinden. Macht euch locker. Gaming Week, Tag Nummer 4, Leute, lasst einen fetten Daumen nach oben da. 2000 Likes, schaffen wir das? Habe ich euch noch nie gefragt, aber ich frage euch heute jetzt einfach mal so auf frech. Ein Abo könnt ihr natürlich auch da lassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir sind auf dem Weg zu 50.000, ich will unbedingt die 50.000 Dreher, mit dem Kanal erreichen. Und es war ein wirklich echter Kill, ne? Sehe ich hier, warte mal hier. Gesundheit. Ja, moin, Leute. Digga, das ist ja komplett verlorenes Blut und alles, ja. Fähigkeiten. Man kann Fähigkeiten sich erleben. Das ist ja überskillhaft. Es gibt keine Karte in deinem Inventar, keine Aufgaben. Ich feiere es schon mal sehr. Erster Eindruck. Schmerzmittel, warte mal. Muss ich natürlich jetzt nicht verwenden, weil ich habe doch Leben, oder? Oder wegwerfen! Ey, ey! Wo ist mein Paracetamol? Unten links sehen wir unsere Stamina, der untere Ding. Grafik ist ja nicht die beste, würde ich sagen. Aber ich finde, Grafik ist eh nicht so important, wenn das Spiel geil ist. Wir haben kaum Stamina. Guck mal, unten links, weil ich so oft gesprungen bin. Jetzt atmet er auch so krass. Irgendwo wurde geschossen. Ist es einer? Jemand anderes hat auch hier geschossen.
War das jetzt ein... Gibt's Botzen im Spiel? War das gerade kein echter Gegner? Er hat sich sehr unecht verhalten. Renn ihm einfach mal hinterher. Gott, mein Armer. Das war doch bestimmt kein... Das war doch bestimmt kein... kein echter Gegner. Also, Bots ist jetzt schon mal so eine Sache. Vielleicht hat das auch einen Sinn in dem Spiel. Aber Bots bin ich negativ behaftet. Ja, das sind Bots. Oder? Obwohl. Digga, was ist das für ein Waffengefühl? Gott, oh Gott! Oh Gott, ich bin ja so schlecht! Gott. Ihr hattet recht, ich bin zu schlecht dafür. Im Einsatz gefallen. Gift-Vortex, Brustkorb, das war doch kein echt Gift-Vortex. War das ein echter Gegner? Ich google mal eben, beziehungsweise Klim, das sieht mir nicht echt aus. Die ich getötet habe, das waren safe keine echten Gegner. Die Gamertags, das ist kein Gamertag. Kurz mal einen Cookie machen, aber das war ja... Ich habe keine Ahnung, ob ich treffe. Ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden ich schon zugefügt habe. Die Waffe, Digga. Schmutzgame. Ah, Spaß. Bot oder Spieler? Fragezeichen. Escape from Tarkov. Denn wie ihr euch vielleicht aufgefallen ist, hat die KI bestimmte Spawnpunkte. Bestimmte Punkte, an denen sie einfach unterwegs ist. Und es gibt Punkte, aber an denen sie nicht unterwegs ist. Das macht jetzt nicht wirklich Sinn, darüber zu sprechen, wo ihr vermutlich keine KI-Scavs antrefft. Wir fangen an mit Customs und damit. Digga, das ist ja wirklich, ich muss jetzt nicht wirklich dafür noch Abi haben, Alter. Als ich die Map markiert habe mit den verschiedenen Kreisen, ist mir aufgefallen, eigentlich könnte ich die ganze Map markieren. Es gibt nur ein paar Zwischenbereiche, in denen eigentlich keine Bots rumlaufen. Es laufen überall Bots rum. Das ist, muss ich sagen, hate mich dafür, das triggert mich jetzt schon. Ich hasse es, wenn ich vor allem nicht weiß, ob es ein Bot ist. Und ich hasse es, dieses Gefühl zu haben, ich spiele jetzt gegen KI, Digga, das triggert mich irgendwie. Das finde ich gar nicht geil. Ich bin jetzt zurück im Spiel und ich will hier eine Runde suchen. Dann sehe ich, dein Charakter ist schwer verwundet. Du sollst zurückkehren und dich vor Antritt eines neuen Raids heilen. Also den Schaden von dem Spiel davor, den trage ich weiter. Wie heile ich meinen Charakter, Digga? How I heal you, my friend. Medizin. Ich habe keine Medizin. Ach, kann ich nicht einfach dann den anderen nehmen? Ich nehme dann einfach den anderen. Ja, moin, Digga, ich nehme einfach den anderen. Yo, ich spawne. Komplett andere Waffe, komplett andere Location. Wie viele Spieler sind denn auf einer Map? Er kann nicht mehr springen. Ich will die ganze Zeit springen, aber er hat zu wenig Kraft, um zu springen. Digga, guck mal unten auf das Kraftlevel. Er ist komplett aus der Puste. Junge, jetzt spring doch mal hier rauf, du dummer Hund. Erstmal darauf in den Monte. Schwerstes Spiel, Digga. Er wollte mich doch verarschen. Da läuft doch was. Naja, das ist auch ein echter Gegner, oder? Wieso kann ich nicht mehr schießen? Reload. Digga. Ich verblute. Wirklich der letzte Mensch! Achtung, du hast alle mitgebracht oder gefunden, Gegenstände im Raid verloren. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch wie DMZ, ne? Das ist schon auch ein bisschen wie DMZ. Naja, okay. Das Spiel habe ich ja geliebt. Jetzt ist der andere Charakter ist jetzt gesperrt für 23 Minuten. Und er ist schwer verwundet. Ja, moin, ich gehe jetzt komplett als Krüppel rein. Ach, jetzt habe ich nur ein Messer, weil ich meine Waffe verloren habe in der letzten Runde. Ich bin verletzt. Unten links, Y verletzt. I'm hurt. Na, Digga. Danke für die Information. Ah ja, ich hab gar nichts. Ich hab gar nichts. Map würde ich gerne gucken. Habe ich aber nicht. Digga, das ist eine Zumutung, Digga. Was ist das für ein Scheiß? Schneide ich das Gras auch durch? Ja, Digga, ihr wollt mir was von Realismus erzählen. Wenn mich jetzt einer sieht und über einen Haufen schießt, Digga, dann... Könnte man da schon von einem Kriegsverbrechen reden, oder? Ich hier ohne Waffe, verletzt. Stell dich doch jetzt nicht so an! Keine Kraft. Und heppa! Ja, das wird nichts hier. Wir müssen uns irgendwo anders hinbewegen.
Ja, Digga. Ich hab nix Waffe, hallo? Hallo? War das ein Bot oder war das? Hab ich halluziniert? Da war doch gerade einer. Deutschflagge am Auto. Ich laufe. Lauf einfach, John. Lauf einfach weg von den Problemen. Irgendwo muss doch hier eine Waffe sein. Im Bus vielleicht? Hat da jemand seine Waffe liegen lassen? Boah, hier ist eine riesen Mall. Oh mein Gott, das finde ich so geil von der Atmosphäre. Das finde ich so nice von der... Von... Ah! Nee, Digga, das finde ich doch nicht so nice. Hier links sind Waffen 100%, das sieht aus wie Waffenlager hier. Komm, einmal ein dicker Sprung, er ist zu fett. Oder kommt der letzte Sprung, als wäre es der letzte Sprung. Komm jetzt! Nein, wir müssen Umweg laufen. Wir werden noch über einen Haufen geschossen auf dem Weg. Ah, ich muss hier kurz durch. Hallo. Ah! Lauf doch schneller jetzt. Bisschen Adrenalin muss doch langsam auch kicken, dass du mal ein paar Restreserven von Energie hier kriegst. Wieso ist hier nirgendwo eine Waffe? Alter, ich fass es nicht. Das sind alle Spots wahrscheinlich hier. Ja. Ja, du bist ein Hund, Alter. Komm her, ich stech dich ab. Oh mein Gott. Ich hab nichts zu heilen, gar nichts. Mahoi, Digga, komm her. Oh mein Gott. Ich kämpf so mit meinem Leben gerade. Er tötet mich nicht mal, Digga. Er lässt mich einfach hier verrecken. Oh mein Gott, das ist so realistisch. Ich muss irgendwie weg. Ich brauche Bandage. Mann, Digga, wieso ist denn nirgendwo Loot? Dabei! Ich hab Loot. Wie viel Leben habe ich noch? Sehe ich das hier? 51% ist das hier Leben? Ja. Ich hab Loot. Ich hab Loot. Oder hast du eine Bandage für mich? Mal so ganz frech gefragt von mir. Ich muss in den Supermarkt, da gibt's bestimmt eine Bandage. 32 Leben. Ich verrecke hier jetzt gerade, ne? Digga, wo soll ich denn eine Bandage finden? Das ist so gruselig. Das ist so gruselig. Ja, moin Leute, ab ist auf Trocken am Start. Ich steche ihn ab. Notka, Blotka, Hotka, Soka, Suka, Blata. Handeln. Kann ich mir nicht was kaufen hier vielleicht? Flohmarkt. Es gibt wirklich einen Flohmarkt. Kann ich Magazine und Waffen kaufen? Alter. What the fuck? Das hier würde ich mir kaufen. Ich habe sogar, glaube ich, Geld. Ich habe voll viel Geld, oder? Pro Gegenstand 8.900. Das Geld habe ich ja locker. Ich shoppe jetzt erstmal. Ja, Shoppi. Jawohl! Kaufen. Dann Munition. Schlüssel? Oh, das ist teuer. Obwohl. Die mögliche Angebote, medizinische Versorgung. Mhm. Ah ja. Wir brauchen auf jeden Fall das hier. Das ist ja wirklich wie, hier Ding hier. Wie heißt das im Internet, wo man nur mit Tor-Browser raufkommt? Darknet? Ausrüstung. Erstmal eine Basecap. Ich glaub das nicht, ne? Ich kann sogar noch einen Dollar traden hier. What? Ein Dollar habe ich mir gekauft. Moin, Meister. Kann ich auch mehr hier? Guck mal, ich mach hier so einfach so mal so. 1000 Dollar gekauft. Karten. Das ist ja krasses Spiel. Also, das ist ja krass. Also, wir müssen ja dazu noch ein Video machen. Ich muss das alles verstehen, sonst wird das hier nichts. So, kann ich jetzt in meinem Charakter. Okay, ja, warte mal, hier ist jetzt Zeug. Wir haben eine MP5 noch da gehabt.
Eine Weste, alles da. Eine Kappe. Auf entspannte Reno. Whisky auch am Start. Der kann Whisky! Jim Beam und Woddy. Richtig mies. Was ist jetzt das hier? MP5. Hosentaschen. Einfach in die Hosentaschen. Ein paar Magazine noch reingeknallt. Rucksack. Kopfhörer. Ohrhörer. Ach, oh Gott, hier ist meine gekaufte Waffe. Vaseline? Digga, das ist ja super. Wir sind Runde Nummer 3. Wir haben die MP5 am Start. Ich würde sie gerne wieder mitnehmen. Dafür muss ich aber überleben und zu irgendeinem Punkt kommen. Ich glaube, wir brauchen eine Karte, damit ich mal weiß, was hier überhaupt Sache ist. Was ist hier? Das ist hier Energie. Muss ich dafür snacken? Ich glaube, dafür muss ich snacken. Ja, oh, guck mal. Boom. Gestärkt. Mit Blähbauch machen wir uns auf die Jagd. Hier könnte ja vielleicht auch mal Loot sein, oder nicht? Das ist es doch vielleicht. Oh, nichts drin. Obwohl. Irgendeine unbekannte Munition. Warte mal, kann ich hier auf Parcoursbasis hochklettern? Jo. Jawohl, Digga. Der allerechte Pro. Hier am Start. Schüsse in der Hood. Schüsse in der Hood. Das ist da drüben, ne? Die Frage ist, wie sehr nehme ich jetzt Schaden, wenn ich mich jetzt hier in diese Müllsäcke... alles gebrochen, Digga. Einfach kurz mal alles gebrochen. Verwenden, Schmerzmittel. Wasser brauche ich jetzt auch noch. Dieses Wasser, Alter. Es ist so creepy. Es ist wirklich Lost Place, sein Vater. Hilfe. Oh, er hat so Durst die ganze Zeit. Jetzt ist aber mal gut hier. Ich will ihm halt auch nicht alles geben. Ich glaube, dann... Bandage kann man auch nehmen. Das kann man nicht verwenden. Wieso ist ihm jetzt so schlecht? Wieso ist ihm so schwindelig? Wieso ist ihm so schwindelig? Bruder, was ist los? Läuft doch, ja. Alter, ist das laut, das ist safe ein echter Gegner. Wieso ist ihm jetzt so schlecht? Muss er kotzen? Wieso ist ihm so schlecht? Ich kann mich gar nicht mehr... Bein gebrochen. Leg's gone, Digga. Ja, wie? Ah, hier war das Schmerzen. Fraktur, Schmerzen, Fraktur. Schmerzmittel erstmal reinknallen. Noch ein Schmerzmittel hinterher, Digga. Da geht dann drastisch das Wasser runter, wenn ich Schmerzmittel reinmache. Das ist ja wirklich gestört. Hier gibt's auch radioaktive Damage oder so. Also... Hat er sich jetzt beruhigt? Kann er wieder gerade ausgucken? Ist ja gerade einer drüben lang gelaufen, ne? Ich habe natürlich jetzt gar keine Ahnung mehr, wohin. Er wird hier gleich eh irgendwo stehen und dann mache ich aus für heute. Ach, die Facecam kann ich da vielleicht auch nochmal wieder anmachen. Hoppala. Da wird geschossen. Was? Darf nicht so rennen wegen dem scheiß Bein, Mann, Junge. Wer ist hier drin? Hier vor mir. Der redet noch, das sind echte Gegner. Das sind echte Gegner. No fire, please, no fire. Was? Wie war der denn geschockt? Was für no fire, please? Was, wenn ich mir das Bein breche, was mache ich dann? Eine Schiene, das wäre vielleicht gut gewesen. Ja, vielleicht breche ich mir diesmal nicht das Bein. Whisky, oh, das will ich sehen. Ich will sehen, ob ich dann so Drunk-Effekt habe. Wir nehmen alles mit, Digga. Ich werde alles verlieren. Ich werde direkt über den Haufen geschossen und alles weg. Letzte Runde, meine sehr verehrten Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir haben nochmal alles hier. Wir werden auch direkt mal alles verwenden.
Na, Bruder, wir wollen doch nicht alles verwenden, oder? Alles verwenden? Den ganzen Whisky? Merke ich jetzt die Drunkenness? Merke ich jetzt irgendwas? Das war alles, ne? Ganz weirde Erfahrung heute. Wenig Action, aber ich glaube, das beinhaltet dieses Spielprinzip. Ich habe viele Fragen, die ihr mir heute in den Kommentaren beantworten müsst. Ich gebe jetzt mal mein Bestes, hier einen Kill irgendwie abzugreifen. Er ist schon wieder aus der Puste, aber ich kann echt nichts zersprechen, ja. Okay, hier kommen wir nicht rein. Also, das ist ja wirklich... Ach, Digga. Im Einsatz gefallen. Jetzt steht hier nichts, was mich getötet hat. Digga, was hat mich getötet? Waren das Landminen? Weshalb bin ich gestorben gerade? Ach, Digga, meine Fresse. Also, das war ja mal ein Ende, Freunde. Das war Gaming Week Tag Nummer 4, Escape from Tarkov. Es ist wirklich zu schwer für mich. Das ist mein Fazit. Ich bin auf jeden Fall erstmal raus. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Ciao.